Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Möglichkeit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung kann seit dem Jahr 2011 im Rahmen der Führungsaufsicht angeordnet werden. Es geht darum, beispielsweise Gebots- und Verbotszonen zu definieren, um damit weitere Straftaten von Seiten des bereits verurteilten Straftäters abzuhalten und die Resozialisierung in unserer Gesellschaft zu fördern. Voraussetzung für die Anordnung der Führungsaufsicht ist bislang, dass der Straftäter zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren nach einer schweren Katalogstraftat verurteilt worden ist. Zu diesen Katalogstraftaten gehört die sexuelle Selbstbestimmung, schwerer Raub, aber auch Straftaten gegen Leib und Leben. Und eines sollten wir heute im Bundestag auch feststellen. Es war richtig, dass der Gesetzgeber im Jahr 2011 diese Möglichkeit geschaffen hat, weil sie dazu beigetragen hat, durch die elektronische Fußfesseln beispielsweise auch Kindergärten und andere Einrichtungen vor verurteilten Sexualstraftätern zu schützen. Aber wir müssen auch feststellen, dass wir neue Bedrohungen haben. Zu diesen Bedrohungen gehört der internationale Terrorismus und seine Begleiterscheinungen. Eine Verurteilung wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder wegen Terrorfinanzierung reicht bislang nicht aus, um im Rahmen der Führungsaufsicht eine elektronische Fußfessel anzuordnen. Wir meinen aber, es gibt einen Bedarf dafür, dass derjenige, der bereits zu einer Straftat rechtskräftig verurteilt wurde, dass derjenige, der eine Haftstrafe abgesessen hat wegen Terrorfinanzierung oder wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, dass demjenigen auch eine Fußfessel zur Überwachung angelegt werden kann. Das gehört zum Selbstbehauptungsrecht des Rechtsstaats. Und Frau Jelke, Sie haben hier ordentlich Nebelkerzen geworfen. Sie haben hier von Unschuldsvermutung gesprochen oder von sogenannten Gefährdern. Wer bereits rechtskräftig verurteilt wurde wegen Terrorfinanzierung oder wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, für den gilt nicht mehr die Unschuldsvermutung. Und der ist auch kein sogenannter Gefährder, sondern der ist ein Gefährder. Und den muss dieser Rechtsstaat auch überwachen, um die Bürger zu schützen. Meine Damen und Herren, Sie haben hier ein unerträgliches Maß an Täterschutz propagiert. Für uns steht der Opferschutz im Vordergrund. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, wer Terror finanziert hat, nachweislich, wer nachweislich Mitglied in einer terroristischen Vereinigung war, der kann nicht auf Toleranz dieses Rechtsstaats hoffen, sondern die Bürger setzen darauf, dass der Rechtsstaat sich für sie einsetzt und dass der Rechtsstaat diese Gefährder stärker überwacht, damit klar ist, in welchen Bereichen er sich bewegt, damit er sich nicht Bahnhöfen oder Flughäfen nähert. Sie mögen jetzt einwenden, ja, es gibt Beispiele, wie in Frankreich beispielsweise bei diesem schrecklichen Mord an dem Priester in Rouen, dass der Täter dort auch eine Fußfessel getragen hat. Ja, das ist richtig. Diese Beispiele gibt es. Und wir sagen auch nicht, dass diese Fußfessel komplett dazu führen wird, dass es solche Straftaten nicht mehr geben wird. Aber diese elektronische Fußfessel wird sehr stark dazu beitragen, dass der Rechtsstaat eine Möglichkeit mehr hat, diese Straftaten zu verhindern. Es geht um die Erhöhung der Aufklärungs- und der Verhinderungswahrscheinlichkeit. Und das ist auch ein hohes Gut in einem Rechtsstaat. Es wird zukünftig von der Polizeitaktik abhängen, ob man beispielsweise, wenn ein verurteilter Straftäter einen bestimmten Bereich betritt oder wenn er sich die Fußfessel durchschneidet und der Alarm ausgelöst wird, dass dann die Polizei innerhalb von 5 oder 10 Minuten Zugriff nimmt, um möglicherweise einen terroristischen Anschlag zu verhindern. Ich glaube,
In diesem Spannungsfeld wird deutlich, dass wir hier ganz klar die rechtsstaatliche Balance wahren, dass wir hier im Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit unsere Bürger vor denjenigen schützen, die, ich wiederhole das, bereits verurteilt worden sind wegen einer schweren Straftat. Meine Damen und Herren, das allein wird nicht genügen. Wir müssen auch ans Polizeirecht. Und das ist ein dringender Appell an die einzelnen Länder. Der Bund macht es im Rahmen seiner Befugnisse, im Rahmen des BKA-Gesetzes, das wir hier nachher lesen werden. Aber auch die 16 Länder müssen Möglichkeiten schaffen, dass Gefährder, die auffällig sind, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen terroristischen Anschlag besteht, dass wir solchen Gefährdern auch Fußfessel anlegen können. Diese Verpflichtung haben die Länder, und daraus werden wir sie nicht entlassen dürfen. Und ja, mit strafrechtlichen Mitteln allein werden wir diesem Thema nicht Herr werden. Wir brauchen auch Prävention und Aufklärung. Wir müssen uns die Frage stellen, weshalb junge Menschen in unserem Land, vor unseren Augen, sich radikalisieren, bereit sind, für den IS beispielsweise in den Kampf oder in den Krieg zu ziehen oder bereit sind, an Planungen für terroristische Attentate in Deutschland mitzuwirken. Aber was wir brauchen, ist nicht, dass wir Prävention und strafrechtliche Maßnahmen gegeneinander ausspielen, sondern ein kluger und wehrhafter Rechtsstaat braucht beides. Und wir legen heute mit diesem Gesetzentwurf die Grundlage, dass verurteilte Straftäter, von denen eine hohe Gefahr ausgeht, dass wir diesen Straftätern im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Fußfesseln anlegen, um damit einen klaren, deutlichen Beitrag zur Sicherheit unserer Bürger zu leisten. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Hans-Christian Ströbele für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.